Gut, so. Willkommen zurück zu Pathfinder Wrath of the Righteous mit Torrin Kent. Da sind wir wieder. Ja, und überlegen uns gerade, was wir noch alles hier mitnehmen können. Okay. Ich glaube, die Sachen sind alle eher uninteressant. Und das hier könnte man sich durchaus überlegen, aber eigentlich auch nicht wirklich. Der hatte hier doch... Was ist das gewesen? Meine Güte. Er hat auch ein paar Schrift dran, habe ich gehört. Säule des Lebens. Wo ist es? Abyssaler Grube. Ich habe ein paar Sachen verkauft, ne? Vor allem diese ganzen Waffen. Ja. Dieser Ledermantel hier ist eigentlich ganz interessant. Der, muss jemanden... Genau, wenn wir jemanden zum ersten Mal treffen. Muss der einen SG-29-Wurf schaffen. Ansonsten kriegt er einen, kriegt erstmal Wanken und er bekommt 1d4. Zwei Punkte Konstitutionsschaden pro Runde. Was ja ganz nett ist. Vergessen, wie wir das anziehen. Wenn überhaupt, dann wahrscheinlich hier, Aru. Ne, weil... Ja, weil sie trifft eh jeden und dann Gepau, ne? wäre das schon gar nicht schlecht, denke ich. Eine andere Sache ist, für ihn hier, genau, pack mal die hier weg, zieh du sie wieder an, knallhart, auch wenn es sich sie ausschließt. Das ist schon okay, aber er bräuchte, was beim Juwelentyp? Ja, hier ist das schon plus 5, die können wir uns mal holen. Kommt jetzt noch auf Beziehungswürfe und gewährt deine Fähigkeiten. Also eigentlich ganz gut für jemanden, der Anführer ist oder sowas. Beziehungsweise jemand, der Überzeugungswürfe macht. Aber wir sind da eigentlich ganz gut schon ausgestattet, wenn man so ganz ehrlich ist. Das war auch interessant. Ne? Bonus im Schaden so gegen Schwärme. Hat er hier. Und das Ding einmal pro Tag 20 auf seinen nächsten Versuch Magie zu bannen. Das ist eigentlich so gut, ne? Das ist auch zum Beispiel für zur Überwindung von Zauberresistenzen. Ja. Holen wir uns das mal. Durchrüstung plus 3. Wollt's auch mal holen. So 63.000. Das sind tatsächlich alles Sachen für ihn hier. Und wehe, dieser Typ haut nochmal ab, ne? Er ist jetzt unser Primärmagier auch, ne? So. Was wir nicht haben, ist, hatten einer von euch aus der zweiten Reihe, der gerade gar nicht dabei ist, noch ein Ring üblich. Wo ist sowas hier auch noch? Der Gegner. So. Ah ja, das kann man euch auch mal mitnehmen. Das können wir durchaus mitnehmen und das ist enorme Intelligenz. Das ist ja noch besser als das, oder? Ja. Nenio. So. Und das hier. Und die hier. Okay. Hier. Zieh du das auf. So ist er gleich dabei zur Zeit. Moment. Das kann... Ja, den Drachen. Der kann noch mehr Feuerzeug spucken. Ach, ich habe das vergessen zu verkaufen. Dieses Blutwütergedöns. Ja, das können wir nochmal kurz machen noch. Ich dachte, ich habe schon ein bisschen geschaut vorher, aber ich dachte, ich nehme euch trotzdem mal mit hier. Mal 10.000. Ja, ich meine, es ist nochmal plus 1 auf alle Fähigkeitswürfe, aber das braucht man eigentlich nicht wirklich. Das sind plus 3 sind 18.000. Das ist aber nicht leisten können. So knallhart. Ja, wir werden schon noch welche finden. Okay, ich denke, dass wir jetzt hier fertig sind. Immer kurz zu Aru, ne? Weil. Die hat uns ja, ne? Muss man mal reden mit ihr. Weil. Böses Mädchen. Uns belogen. Ins Gesicht. So eine Lust der Truppe. Gut, und wenn wir hier fertig sind, gehen wir, denke ich mal, zum diesen Trip machen. Ne? Okay, sie hat echt nichts zu sagen, ne? Okay. Das ist auch in Ordnung.
Offensichtlich ist alles geklärt zwischen uns. Apropos, wir können mal kurz hier gucken, weil sie hat uns ja erzählt, ne, dass sie ja die Jungs holen will jetzt. Da haben wir jetzt auch ja den Auftrag. Wir müssen mal gucken, wo das auf der Karte aussieht. Aber wir werden zunächst mal gleich wieder ein paar Kämpfe führen. Mit den eigentlichen Armeen. Vor allem will ich ja erstmal gucken, wie draußen jetzt die... Dass wirklich diese Shit-Trigger sind, die wir da schon mal hatten. Ah. Ja, wie kann ich euch dienen? Seid ihr nicht so griechisch? Also weißt du, was war als Vergangenheit? Sonst sind wir Kriegskameraden, mehr nicht. Ah, okay, wir können das auch mit der Schluss machen. Wollen wir aber nicht, natürlich. Das ist, völlig okay. Die Art und Weise dieser Beziehung. Okay, ja, genau so. Wir könnten sie alle mal leveln. Ja, ich weiß halt nicht. Es gibt ja auch diese Sequenzen, wo dann ab und zu mal alle dabei sind. Da wäre es vielleicht mal nicht schlecht, wenn wir mal alle durchleveln würden ordentlich. Aber ja, das war's schon. So, einmal kurz zu den Armeen. Was war der Plan? Der Plan mit dir war, das hier zu versuchen. Ah, das sind tatsächlich die Schildträger. Okay. War 159 von denen. Hatten wir davon nicht 400 oder so? Wurde das irgendwie anders umgerechnet? Überteuerte Kleriker für 20.000. Also das ist, Alter. Ich glaube nicht. Wir mich echt hart überlegen. Das hier könntest du wahrscheinlich schlagen, hä? Huh? Ich denke. Also die andere Armee auf jeden Fall. Das sind noch da 7er. Das ist ein bisschen das Problem, was ich sehe. 2 Armee-Leveln ist irgendwie echt nicht viable, aber. Ich meine, unser höherer Typ kriegt halt nicht mehr Leute, deswegen, ja, was willst du machen? Also, speichern wir. Und jetzt gehen wir hier hin. So, weil da hinten ist ja auch noch ein Ding, was wir uns angucken wollen. Das sind ja Minotauren bekannterweise. Das sind noch verschiedene. So, die der Jahreszeiten brauchen wir erstmal für den Moment nicht, aber wir können. Mal den Feuerball. Ach du meine Güte. Okay. Das ist vorzüglich. Ich denke, das ist ein Fernkämpfer-Minotaur hier. Ja. Okay. So, Feuerball kostet Unmengen, ne? Aber klappt trotzdem ganz gut. Macht mal den hier. Die eliminieren wir aber mit den Schützen. Perfekt, zerplatzt. Verluste wurden geheilt. Genauso muss es sein. Okay, so was gibt's hier denn? Der Minotauron-Fürst trug das unheilige Symbol Rofaguks des Zerstörers um seinen Hals. Die Kreuzfahrer beschlossen, die Teile dieser dunklen Reliquie den Kommandanten zu übergeben. Dunkle Reliquie, Orksche Doppelachs plus 2 und Teile des unheiligen Symbols von Rofaguk. Das unheilige Symbol Rofaguks des Zerstörers weckte bei den Bewohnern des östlichen Sarkolis im Kielwasser der Verbrechen Sorgas der buckligen Angst und Schrecken. Sorga hatte derart missgestaltet, das Licht der Welt erblickt, das allein sein Überleben einen wahren Wunder glich. Die Krankheiten und Entstellungen der bemitleidenswerten Kreatur waren so heftig, dass sie keine Magie der Welt zu heilen vermochte. Sorga wuchs zu einem gewalttätigen, verbitterten Mann heran, der Liebe, Freundschaft und alles Rein und Gute verachtete. Er richtete seinen im Laufe der Jahre angestauten Hass gegen die Welt, die ihn gedemütigt hatte, und verschrieb sich dem blutigen Lehren Godrums. Da ihn selbst seine Priesterkollegen für abgrundtief böse hielten, sprach sich Sorga von ihnen los und wandte sich stattdessen Rofaguk zu. Getrieben vom Traum der totalen Zerstörung und der triumphalen Vergeltung für all seine Leiden, scharte Sorga eine Bande von Halunken um sich, die fortan brutale Raubüberfälle und Morde begingen.
Die Regierung von Sarkodes schickte ihre Milizen nach Osten, um Soga und seinen Schergen das Handwerk zu legen. Aber ihre Mission endete in einer Katastrophe, als sich die Weltenwunde auftat und dem Feldzug ein jähes Ende setzte. Der Bucklige zählte zu den wenigen Wahnsinnigen, die den Einfall der Dämonen nicht fürchteten. Es gelang ihm sogar, das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden, indem er einige Dämonenanbeter seinen Willen unterwarf. Sogas einzigartige Bosheit ließ sie ihre einstigen Meister vergessen und er führte sie auf einen unheiligen Kreuzzug. Der Umstand, dass selbst seine eigenen Verbündeten nicht von seinem Zorn gefeit waren, besiegelte schließlich sein Ende. Soga der Bucklige wurde von einer Gruppe von Verrätern im Schlaf getötet. Der Legende nach dachte der dunkle Priester seinen Mörder bis zum ersten Licht des Tages mit Beschimpfungen und Flüchen, obwohl diese ihm exakt um Mitternacht die Kehle aufgeschlitzt hatten. Krasser Dude. So, und da geht's jetzt da hoch, ne? Theoretisch. Wir gehen aber weiter. Haben wir jetzt... Ja, wir müssten eigentlich echt... Es ist halt eine 7, ne? Ah ja, ich erinnere mich, das waren diese Schützen, die einfach mal einen von uns so weggeballert haben, so ohne weiteres. So, das ist die unaufhörliche Geschichte. Ich wüsste echt gerne, wie man nach Wintersonne kommt. Und wie wir zu dieser Dämonenarmee hier kommen. Und zu der hier. Vielleicht ist das über... Das ist eine Festung hier, ne? Geh mal darüber, vielleicht finden wir ja irgendwie einen Weg. Okay. Ja, die gute Dresden-Verteidigungsarmee. Sagen wir ganz kurz, die Leute... Ja, die könnten wir jetzt noch auch anschließen, die Schildträger hier. Sonst ist dieser Schildträger. Wie bitter. Und das sind dann wahrscheinlich auch verbesserte... Typen zu irgendwas. Okay. Ich meine, ich könnte... hier geht's ja echt nicht weiter, ne? Oder? Mal da kurz mit der Armee hin und guck mal nach. Nee, ist echt so. Also irgendwie muss hier irgendwas anders sein, was wir einfach nicht sehen. Okay. Jetzt wollte ich gerade Endturn drücken, ne? Klar. Ja, dann lass erstmal zu der Loge der Erleuchteten. Und denn wir wollen diesen Trip nach Elysium machen. Gucken, ob es da richtig Disco zugeht. Stehst du? Ja. Ah ja, das mit dem Vergraben habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut, wie das funktionieren soll. Aber gut. So, Ilkes, wer von euch war das denn? Bereit für das Ritual? Ich bin bereit. Beginnen wir augenblicklich mit dem Ritual. Seid ihr bereit? Ich bin ja so aufgeregt. Wenn alles klappt, werden wir gleich etwas Wunderbares bewerkstelligen. Wenn alles klappt, Ruf der Seele folgen. Okay. Sind wir gespannt, was jetzt genau passiert. Wohin die Seele ruft. Das Ziel des Rituals sieht nicht ganz so aus wie erwartet. Der Kommandant muss diesen seltsamen Ort erkunden, um zu verstehen, was passiert ist. Da das Nadettum wollten etwas Besonderes erschaffen und haben ein ungewöhnliches Ritual entwickelt. Zweck ist, die geheimen Wünsche des Kommandanten zu erspüren und ihn zu dem Ort zu teleportieren, der seine Seele ruft. Und zwar buchstäblich. Okay. Tatsächlich kommen wir von hier, von der alten Hütte. Macht ihr sehen. Genau, das passt ja. Aber nee, nicht. Du schießt einfach, aber du hast es auch drin. Perfekt. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Die Verletzungen passen auch. Du hast die kränkelnde, du hast die verwirrende. Okay, gehen wir.
sollten wir erstmal auf Ölök steigen. Das ist halt jetzt echt witzig so, weil... Ich meine, was könnte jetzt tatsächlich bei diesem Charakter der letzte Wunsch oder überhaupt sein? Ein alter Kessel, bei dem noch immer der Geruch von Alkohol schwebt. Er ist geborsten, nicht mehr zu reparieren. Okay. Erstmal natürlich die Küche plündern. Dann weiß nie, wann wir Zwiebeln finden, mal wieder. Ich dachte, konnte man noch plündern. Ich wollte doch gar nicht hier hin. Man sollte nicht einfach alles anpassen, hä? Huh? Hier wurden wir gemacht, hä? Huh? Viele der Körper in den Gefäßen waren Tieflinge oder Halbscheusale. Viele von ihnen sind seltsam deformiert oder mit zahlreichen Stichen und Schnitten versehen. Soll ich mal noch ein bisschen mehr drum gucken hier? Da liegt einer. Ich will aber nicht aus Versehen wieder mich selbst wegteleportieren. Oh. Ein geheimer Schrank. Mit einem Helm. Schon auf der enormen Intelligenz. Noch enormer. Einfach mal 28. Junge, Junge. Der Typ ist eine Maschine, ne? Vor allem mit diesem Ding, wo wir noch echt gut bannen können. Blöde Frage. Haben wir bei dir... Warst das nicht du? Der Magieband drin hatte? Irgendwer hatte Magieband drin. Hier, sie hat das, okay. Uno momento. Heißt, das hier muss woanders hin. Tatsächlich bringt das eigentlich... Mit dir mal keinen Bannen. Wenn was aussieht, was aussieht wie Bann. Wir haben aber jetzt auch dadurch, dass wir mehr Intelligenz haben. Ihr habt es gerade gesehen, ne? Auch noch mehr davon. Ja. Zum Glück haben wir so ein paar Nutzungen von allem. Wir können auch noch den Säulefall auch nochmal mitnehmen. Kann nie genug verschiedene Sachen da haben. So. Okay. Trotzdem, also es geht ja darum, ne, dass wir einmal extrem effektiv bannen können. Und wer möchte jetzt intelligenter noch sein? Bringt das einen von uns irgendwas? Und ein äußerst intelligentes Mammut an. Oder einfach Ölek intelligenter machen? Nein. Ölek hat diesen coolen Hut auf. ich speichere mal schnell, weil... Der Leichnam einer Frau krallt sich an der Wand fest, als hätte sie versucht, sich einen Weg nach draußen zu graben. Ja. Vor dir steht irgendein magisches Gerät. Es sieht alt und defekt aus. Ein großer, seltsam geformter Kristall steckt in seinem Sockel, in einem Sockel des Geräts. Kristall berühren. Tag 16, Abadius, 4662, Experiment, Transformation, Subjekt, Halbscheusal, männlich, jung, Ziel, Analyse der Eigenschaft hybrider Seelen. Auf das Resultat, dieselben Ergebnisse, die bei vollwertigen Dämonen erzielt wurden. Wundnaht, bring mir noch einen Kristall, ich glaube, ich bin fast am Ziel. Der Dredge-Dämon, der vor dir auftaucht, ist ein besonders erbärmlicher Vertreter seiner Art, der ohnehin nicht für ihre Stärke oder ein furchterregendes Auftreten bekannt ist. Seine schuppige Haut ist mit Narben übersät und seine unmerklich zitternden Hände sind seltsam verdreht. Dennoch verzieht er seinen Mund zu einer Art Grinsen. Ah, ihr seid es. Gut, sehr gut. Seht euch nur um. Nur zu. Begrüßt die Einheimischen. Sie sind zwar nicht die besten Mitbewohner, aber wenigstens ist uns nicht langweilig. Es wird euch gefallen. Ihr seid hier bei uns zweifellos goldrichtig. Ich habe zu tun.
Wer seid ihr? Deine Frage scheint den Dämon ernsthaft zu irritieren. Ich? Warum wollt ihr das wissen? Man nennt mich Wundenart. Ich bin der Hüter dieses Ortes. Der große, große Experte, wisst ihr. Mit einer enormen, wie sagt man gleich, Expertise. Ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Dinge, die sonst niemand weiß. Ihr seht eigentlich gar nicht aus wie ein Bösewicht. Ihr seid lustig, aber traurig. Oh, ich bin erschrecklich böse. Aber zu schwach, was daraus zu machen. Denkt ihr, es ist leicht, mit diesem räudigen Körper Böses zu tun? Ich könnte bestenfalls einen Feldzug gegen die hiesigen Labordaten führen. Einen blutigen. Als der Dämon wenig überzeugend grinst, entblößt er seine schiefen Zähne, was Amber kichern lässt. Stieß keine Freundschaft mit Dämonen, lieber Amber. Trotz seines unbeschütten, charmanten Lächelns würde er euch vermutlich auf der Stelle fressen, wenn er die Chance dazu hätte. Amber lächelt vergnügt. Das würde er nicht, aber würde er mir Angst machen. Ich würde ihn ja bitten, uns zu begleiten, aber das wird er nicht tun. So viel steht fest. Ja, ihr seid schon ein seltsamer Haufen, was? Ich werde garantiert nirgends mit euch hingehen, weil ich weil ihr vermutlich mich fressen würdet, wenn ihr die Chance dazu hättet. Weißt du? Ich kenne euch. Ihr wart als Halbling verkleidet und habt vor Deskalis Angriff keine was mit mir gesprochen. Wie habt ihr... beginnt der Dredge erstaunt, ehe er verstummt und sich selbstzufrieden angrinst. Ja, mag sein, dass ich verkleidet war. Und vielleicht habe ich sogar mit euch gesprochen. Allerdings nützt euch dieses Wissen hinein gar nichts. Denkt ihr, jetzt offenbare ich euch meine Seele und alle meine Geheimnisse? Überlegt doch mal. Weißt du, wie ein Ort ist das hier, Dämon? Was heißt das? Ihr wisst es nicht? Das ist das alte Labor meiner Herrin, Lady Arelu. Die Stimme des Dämons zitterte seltsam. Sie hat hier gelebt, damals, als sie noch sterblich war. Bevor diese sarkodianischen Hunde kamen und sie in die Schwelle warfen. Aber sie fanden nur das Haus. In das Labor gelangten sie nie. Meine Herrin kehrte hierher zurück, danach. Als sich der Abyss bereits einen Teil eurer Welt einverleibt hatte und Sarkodes zu Weltenwunder geworden war. Allerdings hat sie diesen Ort nie gemocht und verließ ihn vor vielen Jahren. Zusammen mit allen anderen. Kann diesen Ort betreten, aber es ist unmöglich, ihn zu verlassen. Unmöglich. Also verließen alle, die hier zurückgelassen wurden, ihre Käfige und lebten so gut sie konnten vor sich hin. Ihr werdet sehen. Sofern ihr durchkommt, versteht sich. Die Herrin hat hier Barrieren platziert, die nur Dämonen passieren können. Die halten mich zwar nicht draußen, aber für euch dürfte es schwierig sein, sie zu überwinden. Angeblich gibt es einen Trick, also immer schon weitersuchen. Der Dredge wirft Arushali einen Blick zu. Ich habe von euch gehört, Succubus. Die Barrieren lassen euch nicht durch, also denkt nicht mal drüber nach. Ich wollte es gerade sagen, wir haben doch eine Suki dabei, die kann doch durchlaufen. Ihr mögt zwar eine Dämonin sein, aber ihr stinkt nach Desna. Widerlich. Arushali schaudert und tritt so dicht an dich heran, dass sie beinahe deine Schultern berührt. Sie flüstert. Arelu Wallisch hat hier gelebt? Hier hat sie den Abyss beschworen? Es macht mir Angst, auch nur daran zu denken, was in einer sterblichen Seele vorgehen muss, damit sie beschließt, ein Dämon zu werden. Der Succubus senkt den Kopf. Sein Flüstern ist kaum wahrnehmbar. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass sie nicht hier ist. Ich habe Angst vor ihr. Ich fürchte den Augenblick, wenn ich ihr gegenüberstehe. Hab keine Angst. Es wird das Ende sein. Entweder für sie oder für uns. Sollte es ihr Ende sein, dann hätten wir gewonnen. Das wäre kein Grund, Angst zu haben. Ist das unser Ende, sind wir alle tot und müssen uns über gar nichts mehr Sorgen machen. Angst bringt uns im Moment also nicht weiter. Wollen wir wirklich unsere Zeit vergeuden, indem wir mit dieser Kreatur reden? Ich bezweifle, dass uns das irgendetwas nützen wird. Ja, ihr seid in großer Eile, um diesen Ort zu verlassen und euren Geschäften nachzugehen. Oh ja, ein Jammer nur, dass ihr nirgends mehr hinkommt. Aber keine Sorge. In 10 Jahren oder so, falls ihr so lange lebt, werdet ihr meine Gesellschaft zu schätzen lernen. Ich bin ein sehr interessanter Gesprächspartner, wisst ihr? hör zu, du hässlicher Gnom. Ich schlag dir was vor. Die Herrin des Hauses ist seit längerer Zeit ausgeflogen und niemand weiß, wann sie zurückkommt. So zeigst du mir nicht einfach ihren Schmuck, ihre Lieblingskette zum Beispiel. Du bekommst natürlich deinen Anteil, hm? Ihre Lieblingskette? Das würde vermutlich aus den Ohren junger Tiefling bestehen, falls sie eine hätte. Nein, nein, ich kann euch nicht helfen. Ihr könnt euch gerne bereichern. Durchwühlt alle Schränke und öffnet sämtliche Truhen, während ich herzhaft über euch lache. Und mir eure Überreste als Abendbrot einverleibe. Falls überhaupt etwas von euch übrig bleibt. Warum habt ihr mich angesprochen? Aus Langeweile. Der Dämon grinst. Ich sitze hier schon ziemlich lange fest. Wir sehen nicht oft neue Gesichter, aber es kommt vor. Leute stoßen zufällig auf diesen Ort, schleichen sich hinein und finden nicht mehr hinaus. Und es ist nicht, und es ist,
Oh Gott, und ist es nicht wunderbar, dass ich eure Sprache spreche? Ihr findet hier keinen Dredge, der so gebildet ist wie der alte Wundnaht. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wie ich hier rauskomme? Vielleicht verrate ich es euch. Muss gar nicht schon schaden. Aber zuerst solltet ihr euch umsehen. Die Antwort ist nicht so einfach, wie ihr vielleicht denkt. Okay, ich habe zu tun. Plötzlich neigt der Dämon seinen Kopf und führt mit ruhiger und ernsthafter Stimme fort. Seid vorsichtig, Tori. Dieser Ort ist gefährlich. Er verbirgt viele Dinge, die ihr unter eurer Sonne noch nie gesehen habt. Es ist nicht mein Land, aber auch nicht das eure. Okay. Na gut, ich schätze, wir speichern mal so. Ganz manuell mal. Das ist echt krass hochtechnisiert hier aus, ne? Erste, was ich dachte, ist, dass hier Space Marines gemacht werden. Oh. Zwei Schattendämonen, hm? Tja. Reicht uns das? Ich schätze nicht. Hier. Ich weiß ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wie stark die sind. Warte mal, ich speichere mal so. Darren? Rauf da. Mein Tori macht die eh alle platt. Dieser Dämon hat sich gehastet, aber es wird dir nicht viel bringen, hä? Huh? Okay. Das war erstaunlich okay. Wir gönnen uns mal einmal einen. Hm. Und keinerlei komische Effekte, die uns irgendwie kaputt machen. Ein neues Rapier, silberne Scheibe und Kälte widerstehen. Verschmücktes Rapier aus kaltem Eisen. Schnelligkeit, kaltes Eisenfassung plus 3 und Finesse natürlich. Wir haben den Gedankenborder. Schnelligkeit macht der Träger einen beschleunigten Waffe, einen vollen Angriff, hat er einen zusätzlichen Angriff. Oder verwendet den vollen Grundangriffsbonus. Wow. Kaltes Eisen und, ja. Das ist doch eigentlich ganz nett. Ich habe noch die behenden Dolch, ne? Der einfach massiv mehr Schaden macht, ne? Dadurch, dass er halt behende ist. Ja. Ja. Ja, der Angriffsmodus ist bei ihr immer noch miserabel, ne, wegen den Kampfmetallwaffen. Irgendwie müssen wir sie echt mal bis zu dem Schurken weiter hochsteigern, damit sie den besser bekommt. Ach so, ja, gönn dir mal die Magierrüstung, wa? Mal gucken, wie lange die bei dir jetzt dauert. Ah, 9 Stunden. Das ist ja okay. Sind wir uns genau 26? Hä? Oh mein Gott. Das war mal ein Minotaurus, hä? Huh? Emma, guck dir das mal an. Der bloße Anblick des Geräts lässt dich schaudern. Es ist nicht klar, für welche Art von Experiment das benutzt wurde. Aber sie waren vor das Opfer gewiss nicht angenehm. Ja. Was gibt's hier? So ein Mantel des alten Herolds. Fokussiert der Träger dieses Mantels Energie, um jemanden zu heilen, erhält er einen Bonus von plus 2 auf Überzeugungswürfe und der Rettungswurf SG seiner Zauber der Kategorie Zwang erhöht sich um 2. Okay. Fokussiert der Träger dieses Mantels Energie, um jemanden zu verletzen.
Dynamite belegt. Okay. Ja. Bro. Ich hab einen neuen Mantel für dich. Oh Gott, Zähigkeitswürfel sind halt echt miserabel, ne? Plus 3 auf Heimlichkeitswürfe. Das sind plus 2. 3 Runden Immunität gegen. Okay. Naja, ist schon. Ist schon in Ordnung, ja. Halt. So, komm mal her. Gut. Verderbter Rattenschwarm, hä? Huh? Zu Füßen von irgendwas Massivem da. Okay, also was wir da jetzt machen werden, als Opener, ist, sag ich mal, einen fetten Feuerball reinballern. Und einen weiteren fetten Feuerball reinballern. Hast du auch irgendwas hättest, was du reinballern kannst? Ich schätze nicht, das ist ja auch nicht dein Hauptding hier. Ich könnte mit ihr aber mal den Steinschlag hier noch rein jinxen so. Also Ado, komm mal nach hinten. Du machst einfach nochmal einen Feuerball direkt. Ah, okay. Alles gut. Diese Abomination hier ist auch an was festgestellt. Festgeschnallt. Bisschen Arcanum. Manches Gerät mit unbekannten Zweck. Ernsthaft. Krass. 31. Hm. Scharfe Krallen, sprühende Farben. All die schönen Dinge des Lebens. Ein Stück beschriebenes Leder aus alter Zeit. Ja, irgendjemand, achso, der Geschichten erzählt. Was ist mit ihm eigentlich passiert? Wo ist der? der ist einfach verschwunden, ja. Ach, da ist der Ausgang. Irgendwas sagt mir, dass wir da nicht so einfach rauskommen hier. Ach, und hier geht's auch noch weiter runter. Da Schallsummen. Mächtiger fleischfressender Kristall. Der Dude hier. Irgendwann muss hier raus. Ist mit liegt schon. Mal den hier. Herausfordern bitte hier. Ah, toll, nicht du. Hat uns der Typ hier echt runtergeholt von dem Teil, ne? Scheiße, mit 44. Ja. Unsere Tiere hat es etwas erwischt bei diesem Kampf. Ja, dass der da einfach mal dahergestiefelt kam, ne? Als so ein wenig Tier nichts. Oh, hallo. Leute, ihr könntet schon. Ich muss nicht, dass er dahin ausbreiten, ne? Okay, und nochmal. Ich hasse also ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier. Also wenn wir uns hier ausruhen müssen, dass das nicht ganz so geil für uns wird.
Welt wissen. Das Loch erstreckt sich in die Dunkelheit und scheint unergründlich zu sein. Fehlgeschlagen, Darren. Es gibt... Oh, meine Güte. Ja, so viel dazu. Hätte ich mal diesen blöden Drink geholt, ne? Mal hier bis zum Schluss. Ah ja, okay, und da ist quasi abgesperrt erstmal. Okay, ein kleines Büro hier. Experiment, die Wundnaht. Die Wundnaht. Kristall. Arido Vordisch hat diese und ähnliche Kristalle benutzt, um ein Laborprotokoll zu führen und sich Notizen zu den Experimenten zu machen. Das Symbol auf einer Facette, auf der Unterseite des Kristalls, zeigt an, was genau dann aufgezeichnet ist. Ja, das können wir wahrscheinlich uns angucken drüben, ne? In dieser Maschine. So. Ach, Leute. Geh da mal hin. Epische Notizen. Ach so, warte mal. Wir haben doch eigentlich auch mal hier, ne? Das Ding. Lernen wir das jetzt einfach mal, dieses Käse Crossata. Schuhe. Was sind das für Schuhe? Expeditionsstiefel. Diese Stiefel gewähren dem Träger einen Kompetenzpunkt plus 10 auf Athletikwürfe und einen Kompetenzpunkt plus 5 auf Beweglichkeitswürfe. Frage ist, kann Oleg diese Schuhe anziehen? Leider nein. Ich meine... Das ist ja zumindest viel Beweglichkeit, ne? Ist ja aber auch schon ein Stiefel an. Was ist mit dir? Oh ja. Damit ist er zumindest jetzt sehr beweglich, was ja nicht schlecht ist. Okay. Ich warte nur auf den nächsten Mörderkampf, der uns einfach total ausnockt hier. Ich warte echt nur darauf. Keine Fallen. Da klebt irgendwas. Über Mitternachtsbolzen. Ohne die vom Kunden bereitgestellten Materialien ist die Herstellung neuer Mitternachtsbolzen unmöglich. Allerdings konnten hinsichtlich der Verbesserung vorhandener Bolzen beträchtliche Fortschritte erzielt werden. Die Bolzen müssen auf dem Feld getestet werden. Die bevorstehenden Feierlichkeiten in Cannabis könnten für einen Testlauf wie geschaffen sein. Ach, hier, ne, der Bolzen. Das ist wahrscheinlich einer. Mitternachtsbolzen. Feuert der Besitzer diesen Bolzen ab, verursacht er 50 Punkte Schaden. Nicht ignoriert oder reduziert werden kann. Dieser Bolzen verfehlt sein Ziel niemals. Geile Sache. So, hier gibt es noch was zum Angucken. Okay. Ein Gefäß in Form eines fremdländischen Gels. Das offenbar aus einem riesigen Kristallblock gemeißelt wurde. Violette Adern durchziehen den hellstrahlenden Kristall. Als ein blutroter Tropfen auf ihn fällt, beginnt der Kristall zu vibrieren. Du blickst nach unten und siehst ein scharlachrotes Mal, das auf deiner Brust erblüht. Deine Wunde hat sich im Bruchteil eines Augenblicks wieder geöffnet. Schaffen? Lichtstrixer? Okay. Wir müssen es mit Amber versuchen. Gescheit, natürlich. Augen der Nekromantie, der Verwandlung und anderer Schulen der Magie umgeben das Gefäß. Es ist allerdings unmöglich, einen Zweck zu erkennen. Dann nehmen wir es mal mit, ne? Sofort, um das Gefäß zu berühren, erzittert es mit einem Mal und zerfällt mit einem leisen Seufzen zu Staub. Okay. Das war bestimmt irgendwas super Tolles, das wir jetzt verpassen. Okay. Okay, wo ist denn hier der? Da. Okay. Dann holen wir das Zeug hier raus. Was haben wir denn hier? Schädelbeerenkuchen. Das ist natürlich lecker. Der Kampf um Cannabis markierte den Beginn des 5. Kreuzzugs. Das nächste Ziel ist Dresden, einst die Hauptstadt der Kreuzfahrerbewegung, heute eine Dämonenzitadelle. Wer wird siegen?
Es ist eine Gleichung mit unendlich vielen Unbekannten. Selbst dem besten militärischen Strategen ist es nicht gelungen, diesen Krieg ein Ende zu setzen. Doch nun werden die Truppen von einem neuen Anführer befehligt, der anders als alle bisherigen Kommandeure ist. Und vielleicht führt diese neue Variable zu einem anderen Ergebnis? Okay. Das sind wir. Holzkrug. Und Schutzverordnung ziemlich häufig. Das ist eigenartig. Also jetzt haben wir ja da unten den alten Flügel. Zeit, sich da drin mal umzuschauen. Was steht da? Hier steht alter Flügel. Okay. Ein langer Gang, hä? Wurde auch Zeug rumgepumpt hier. Oh. Hier wohnt jemand. Ödek. Komm her. Wir werden mit anderen sterblichen Nummeritten reden. Klauen wir seine Sachen erstmal. Die wird er nicht mehr brauchen. Ein alter Mischling. Hm. Tja, was mag das wohl bedeuten? Reden wir vor. Oh Gott, nicht Darren. Betrachtest die in Lumpen gefüllte Gestalt und erkennst mit einiger Schwierigkeit einen alten Mischling. Die wenigen sichtbaren Bereiche seiner Haut sind verbrannt. Groteske Anhängsel, die wie eine Kreuzung aus Tentakeln und Nabelschnüren aussehen, sind an ihm befestigt. Der Mischling stöhnt. Wer ist da? Ist es so lange her, seit ich zuletzt eine lebendige Stimme hörte? Chaotisch, die Mischling befreien. Wer auch immer ihr seid, ich werde euch befreien. Kein Lebewesen sollte in Gefangenschaft leben müssen. Wenn du ihn von den Anhängseln befreit hast, reibt sich der Mischling sehr, sehr langsam die Hände. Dann sieht er dir in die Augen. Ihr Kreuzfahrer, habt ihr nie daran gedacht, dass einige der Hexen, die ihr verbrannt habt, echt gewesen sein könnten? Bleibt auch mit, ich bringe euch dieses Opfer. Oh Gott. Vernichtet ihn! Ich meine, Loot hatte der. Wollten wir einmal lieb sein und dann wieder sowas. Ja, was eins und Kettenblitz als anrichten kann. Aber ich meine, sag's mal so, ne, er ist auch sehr schnell umgefallen. Nein! Wer hat ihm den 66er Crit verpasst? 17? 11? Tori! Okay, sehr gut. 66. Geil. Gib mir dein Zeug. Hier ist der Hexen da hinten durchgelaufen zu unseren Leuten. Unfassbar. So, mal Hex, Hex und jetzt den hier noch. Das ist ja das Typische, ne? Die guten alten Minotaurenwächter. Was ist hier dann so ein Teer-Dämondant? Oh, da ist noch einer. Ein Halbscheusal. Das ist halt ein ganzes Scheusal. Angriff! Leute, Leute, Leute. Was ist das denn hier? Da wurde gerade jemand gekillt. Das ist ein freundlicher Barbar. Wieder mal.
hat's hier gelegt? Das war Amber. Diesen massiven Crit kassiert hat. Tatoi ist wahnsinnig geworden. Wahnsinnig wie Erfüllung an negativer Zustand mit unbegrenzter Dauer. Man kann Freund und Feind nicht unterscheiden. Das ist natürlich, gefährlich. Ne? Von mächtigen Zaubern wie Heilung und vollständige Genesung entfernt werden. Okay. Wir haben keine vollständige Genesung. Alles gut, ja. Ja, wir machen erstmal den einmal, ja. Aber viel mehr heilen ist halt auch nicht mehr drin. Wir müssten uns wahrscheinlich jetzt mal ausruhen. Diese überall finden sich kleinere und größere Anzeichen von Zerstörung. Bogen ein neuer, Kompositbogen lang. Was haben wir denn da? Mal hier. Beschleunigter Komposit Langbogen plus 3. Kompositschnelligkeit und Verbesserung. Hm. Schnelligkeit. Oh Gott, meine Güte. Das ist natürlich, ja. Das ist echt gut. Das ist verdammt gut. Ah, das ist jetzt eine richtige Maschine. Okay, ich habe mal gespeichert. Gucken wir mal, ob wir uns hier ausruhen können, ohne dass uns hier der Himmel auf den Kopf fällt. 19 gegen 26. Ich meine, es ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dass wir das hinbekommen. Alte Zwiebelsuppe. Macht niemanden, der kochen kann. Also das da oben ist halt viel wichtiger. Warte mal, er kann ein bisschen kochen. Wir helfen einfach. Bleiben wir bei der Zwiebelsuppe. Was macht denn das Käsekrossata? Wenn du ein Käsekrossata isst, erhöht sich die Zeit, die du ohne Rast verbringen kannst, ehe du erschöpft bist, um 6 Stunden. So ist die Riesenmahlzeit. Ist ja interessant. Aber auch eine äußerst anspruchsvolle Mahlzeit, deswegen bleiben wir bei der Zwiebelsuppe. Da brauchen wir nur beflecktes Geflügel. So. Versuchen wir unser Glück. Arushali, ihr wart immer so traurig, aber jetzt wirkt ihr so fröhlich, als würdet ihr eine kleine Kerze tragen. Ihr habt recht. Ich hoffe, ich verliere diese winzige Flamme nicht. Ich hoffe, ich kann verhindern, dass sie verlöscht. Oh. Sehr schön, wir haben das eingesetzt. Das heißt, wir können wahrscheinlich noch einmal durchrasten, ohne dass die Verderbnis hochgeht. So, wir haben auch großartige Rettungswürfe besser, ne? Wegen geiles Essen. Okay. Aufsatteln. Darren. Aufsatteln. Carmenia. Können wir dich eigentlich stumpfen oder so, damit du endlich auf ihn aufsatteln kannst? Okay. Wurde auch jemand auseinandergenommen? So, da sind wir. Inkubus. Tötet ihn! Oh mein Gott, das ist ein Omox! Schnell! Ran da! Hab ich gerade echt vom Pferd geholt? Nee. Carmenia, vergifte diesen Bastard.
Bo. Nein! Gut. Nett, wenn wir mal drin bleiben könnten dafür, weil bestimmt ist das tatsächlich nur Ivo, hä? Na gut, dann machen wir es vielleicht eher so mal. Ansonsten trinkt sie jetzt ein paar Tränke. Mein kleiner Chaos-Drachi. Ein paar gönnen wir uns hier. Gut, gut. Ja, und ich würde sagen, dann beenden wir die Folge. Wir sind noch nicht ganz fertig hier. Bei weitem nicht. Es ist ein äußerst großer alter Flügel. Mal schauen, was wir hier noch mal cooles Zeug rausholen können. Dann sieht es ja schon mal aus, alles. Von was wir erfahren können über unsere Vergangenheit. Und wie wir hier rauskommen. All das hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Thorn.